Ja, das war eine wichtige Zeit in meinem Leben. Aber in der Demokratie und in einer Republik gibt es keine Funktionen auf unendlich, auf Lebenszeit. Daher ist das jetzt eine ganz natürliche Entwicklung. Schließlich bin ich nicht 60 und nicht 65 und nicht 70 und auch nicht 75, sondern schon darüber hinaus. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern und Enkelkindern. Ich glaube, wir gehen öfters einmal spontan essen an einem freien Abend. Ich habe mehr Zeit zum Lesen, obwohl ich immer viel gelesen habe. Ich habe auch mehr Zeit zum Schreiben. Aber es ist mir nie fad, im Gegenteil. Ich habe einen ausgefüllten Tag. Ich kümmere mich um die Republikjubiläen, die bevorstehen. Ich habe eine lange Liste von Vorträgen. Also das ist eigentlich besser als erwartet oder besser als mir manche eingeredet haben, dass es vielleicht sein könnte mit Pensionsschock etc. Davon ist keine Rede.